Ich war in Tuzla, einer großen Industriestadt, einer Kombinatsstadt westlich von Srebrenica. Und dort kamen die Frauen und Kinder mit Bussen, die von der UNA gestellt worden waren, an der Landebahn des Flughafens von Tuzla waren Zelte aufgebaut. Und die Frauen waren vollkommen ohnmächtig und fassungslos über das, was sich abgespielt hatte. Es war ja noch nicht klar, was mit den Männern passieren würde, aber ich glaube, sie hatten alle eine Ahnung, dass etwas Fürchterliches geschehen war. Srebrenica ist eigentlich ein Dorf gewesen, mit etwa 6000 Einwohnern in einem Tal. Und in diesem Dorf lebten bereits 40.000 Menschen, also überwiegend Flüchtlinge, die nach und nach von den Tschetniks wie in eine Mausefalle getrieben worden war. Der Beschluss des Sicherheitsrats, dieses Gebiet zu einer Schutzzone zu erklären, war ein ungedeckter Scheck. Kofi Annan hatte dann die Aufgabe, mit dem Hut rumzulaufen und nach Soldaten zu fragen, in den Regierungen anzuklopfen, wer von euch ist bereit, Soldaten zur Sicherung dieser Schutzzone zu schicken. Und es war niemand bereit dazu. Und letztlich haben sich dann die Holländer breitschlagen lassen, 600 Soldaten zu schicken. Die waren viel zu wenig. Und die waren dann, als die Tschetniks auf die Stadt zurückten und erkennbar war, dass sie diese Stadt einnehmen würden, die waren voller Angst. Sie saßen etwa 6 Kilometer vor Srebrenica auf einer Batteriestation. Ihr Mandat war beschränkt, sie waren nicht gut ausgerüstet, sie waren zu wenig und sie hatten Angst. Es gab dann die Aufforderung an die Flüchtlinge, sich auf diese Batteriestation zu begeben. Daraufhin setzte sich ein großer Zug aus der Stadt in Bewegung zu dieser Batteriefabrik. Die Frauen waren aufgebracht, die Kinder schrien, die Soldaten machten ihr Gelände zu, weil sie voller Panik und Hilflosigkeit waren, wie sie mit der Situation jetzt umgehen sollten. Und es gab einen zweiten Treck raus aus der Stadt, über den ist wenig bekannt, nämlich von einer großen Gruppe, etwa 15.000 Menschen, die der UNO und diesem Aufruf, nun nach Potocari zu gehen, nicht trauten und die sich selber auf den Weg machten, um nach Tuzla durchzubrechen, Richtung Westen, durch die Wälder. Und dieser Zug ist dann ständig von Tschetniks unterbrochen worden und dort haben sich auch viele dieser Massaker abgespielt von den Gräbern, die bis zum heutigen Tag in den Wäldern nicht gefunden worden sind. Ja, es gab einen Hilferuf der holländischen Soldaten und es sind tatsächlich von Sizilien aus NATO-Flieger aufgestiegen. Die sind sogar bis zu dem Gebiet der Batteriefabrik in Potocari gekommen und haben über dem Gebiet gekreist und wurden dann abgerufen, drehten zurück. Offensichtlich, weil die Franzosen interveniert hatten, die nämlich wiederum hatten Angst um ihre französischen Soldaten, die in einer zweiten Enklave stationiert worden waren in Chepa. Und sie hatten Angst, dass ihre französischen Soldaten als Geiseln genommen werden könnten von den Tschetniks. Und das ist mit eine Erklärung dafür, weshalb es dann zu dieser Katastrophe kommen konnte. Es gab viele, die den Krieg beobachtet hatten, die sagten, es gibt keine wirklich starke Tschetnik-Armee. Man könnte, wenn man sich ihnen entschieden entgegenstellen würde, den Krieg schnell beenden. Weshalb das nicht geschehen ist, hat eine Vielzahl von Gründen. Die europäischen Länder waren sich nicht einig.
Es war, man sollte das nicht vergessen, relativ kurz nach der deutschen Wiedervereinigung und Großbritannien und Frankreich fürchteten unter anderem auch den deutschen Fuß auf dem Balkan. Die Amerikaner unter Clinton sagten, warum sollen wir den Europäern mitten in Europa eine solche Aufgabe abnehmen, das ist schließlich ihr Business. Insofern gab es eine Verquickung und natürlich eine Bevölkerung in den westeuropäischen Staaten, die insgesamt überhaupt nicht von der Idee einer humanitären Intervention zur Verhinderung eines Völkermordes zu gewinnen war. Und dass es sich um einen Völkermord handeln könnte, wurde ja tabuisiert, denn vor Srebrenica hat es ja viele, viele große Verbrechen in anderen Städten gegeben. Ich erinnere an Vukovar in Kroatien und an Prijedor zum Beispiel, wo es eine große, große Zahl von Massengräbern gab und Fotos von einem Konzentrationslager, nämlich Omaska, mit verhungerten Menschen, die am Zaun, am Stacheldrahtzaun standen. Die Bilder waren eigentlich alle da, aber wir wollten es nicht wirklich wahrnehmen und wahrhaben. Das war ein absoluter Tabubruch. Es war natürlich ein Tabubruch innerhalb der Grünen ganz besonders, aber es war auch ein Tabubruch innerhalb der deutschen politischen Landschaft. Das ging sogar Bundeskanzler Kohl so, der auf einem Gipfel in Dänemark sich mit dem Vorschlag herausgewagt hatte, dass man doch vielleicht die Bosnier bewaffnen möge. Man muss sich klar machen, es gab ein Waffenembargo, das traf die Bosnier, die nicht bewaffnet waren, während die Chetniks ja mit der serbischen, jugoserbischen Armee zusammenkämpften, also sehr gut bewaffnet waren. Mit diesem Vorschlag hat Kanzler Kohl sich so isoliert, dass er dazu nie wieder etwas gesagt hat. Und auch innerhalb der Grünen war die Forderung nach Einsatz von Militär, auch wenn es zum Schutz von Menschenrechten ist, höchst umstritten. Es war ein Tabubruch und eigentlich wurde das erst anerkannt als auch ethische Haltung nach diesem ganz offensichtlichen Morden in Srebrenica, der später als Völkermord eingestuft worden ist. Kofi Annan hat sein Amt verlassen mit der bitteren Botschaft, dass es für ihn zwei große Niederlagen gegeben hat, nämlich der Massenmord in Ruanda 1994, den wir ja auch sehr wenig uns angeschaut haben, und der Genozid in Srebrenica. Es wurde daraus eine Überlegung, Responsibility to Protect, die übrigens ist die Erklärung dafür, weshalb im Kosovo interveniert worden ist, weil man fürchtete, nach Srebrenica, man könnte dort ein zweites Srebrenica bekommen. Und es gab ja auch schon ein Massengrab in Rajak. Diese Programmatik, die aber auch scheitert an der Frage, gibt es eine Chance auf Einigkeit im Sicherheitsrat? Und wir alle wissen, dass der Sicherheitsrat das eigentliche Blockadeinstrument innerhalb der Vereinten Nationen ist und deswegen die Vereinten Nationen oft viel machtloser sind, als wir uns wünschen würden.